Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki Daily mit deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ja, Pau, sag ich ja nur. Ja. Warum hast du das so lautlos gemacht? Ja, okay, kannst nicht viel reden, das macht ja nichts. Heute Geburtstag hat Hildegard Krekel, also die ist jetzt, wenn sie noch am Leben wäre, sagen wir mal so. Kennst du Hildegard Krekel? Ja, klar kenne ich ja, Hildegard Krekel. Was hat sie zum Beispiel gemacht? Filme? Ja. Serien? Hildegard Krekel hat ja zum Beispiel Drei Damen vom Grill und sowas gemacht. Stimmt das? Nee. Nein, ne? Nee. Ein Herz und eine Seele, kennst du es noch? Ein Herz und eine Seele? Da war sie mit dem Ekel. Ekel Alfred. Ekel Alfred. Ja, natürlich. Genau. Ja, sie war die Tochter. Ach so. Sie war die Tochter. Ah, also sie war die Tochter. Nicht die Frau, sondern die Tochter. Die Tochter von Ekel Alfred, genau. Okay. Ja. Ja, die kenne ich natürlich, klar. Ja. Ach so, ist ja gar nicht mal im Leben. Aber wenn dann hätte sie heute Geburtstag gehabt. Ja, genau. Heute Geburtstag, ja. 2. Juni. Was haben wir noch? 1979, zum ersten Mal seit seiner Papstwahl 1978, fährt Papst Johannes Paul II. In sein Heimatland Polen. Mann! Ja? Wojtyla heißt hat er sich, ja. Wer ist mit dem vollen Namen? Boah, keine Ahnung. Karol Wojtyla. Karol Wojtyla. Das kann sein. Wojtyla. Klingt gut. Ja. Ich glaube, so war's. Da hat er sich ein Jahr Zeit gelassen, um seine Landsleute dann zu besuchen. Ne? Naja, seit seiner Papstwahl war er vielleicht vorher auch schon lange nicht. Ich meine, gut, so ein Papst hat natürlich auch einen vollen Terminkalender. Relativ voll. Also, ja, so ein Papst ist ja eingebunden. Papst ist, ja. Sonst wäre er ja auch nicht Papst. Richtig, sonst wäre er ja. Genau, ja. Muss Hände schütteln. Hände schütteln. Beten. Beten. Und so Sachen, ja. Passt ganz gut, weil am 2. Juni ist auch internationaler Welthurentag. Was ein Überleitung. Genau. Ausgangspunkt war die Besetzung der Kirche Saint-Nizier in Lyon, in Frankreich natürlich, ne? Ist klar. Wo mehrere hundert Prostituierte protestiert haben. Wogegen? Und gegen schlechte Behandlung. So. Jetzt kommst du, ja. Ja, Welthurentag heute, seit 1975, wird heute gefeiert. Gedenken an Prostituierte. So. Ja. Ist doch mal ein Fakt. Habt ihr gut gemacht bisher. Ja, genau. Was war noch am 2. Juni? Am 2. Juni 1946, die Republik Italien wurde gegründet. Echt? Ja. Die Italiener. 1946. Seitdem gibt es die. Seitdem gibt es die Italiener. Ja. Ja. Also so, wie wir sie heute kennen. Im Strafraum liegend und jammernd, zeitschindend bei den letzten 5 Minuten des Spiels. Wenn sie führen oder ein Unentschieden sie weiterbringt. Ja. So kennen wir sie seit 1956. Aber ich kenne die Italiener auch als freundliche Gastgeber, muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Ja, natürlich. Das ist ja die andere Seite. Aber ich sag ja immer, eins Italiener finde ich immer cool. Ja. Und in der Gruppe finde ich sie doof. Ab 11 sind sie doof. Ab 11. Ja, ab 11. Nee, also 11. In der Elfergruppe mit Auswechsel Italienern finde ich sie doof. Da sind uns die Holländer wesentlich lieber. Die bleiben mit ihrer Elfergruppe meist daheim. Ja, die Italiener ja auch zwischendurch mal, aber gut. Meistens sind sie ja dabei und dann schlagen sie auch noch die Elfergruppe der Deutschen. Ne? Ja. Überwiegend. Also ich glaube, so oft haben die Deutschen nicht gewonnen. Ja, das war wieder Shoki Banoki Daily mit deiner Tagesdosis Angeberwissen. Hier Marc Hagenbeck, ich bin der Sashi. Morgen sehen wir uns wieder. Bis dann. Cheerio, Miss Sophie. Tschüssi.